Ich habe heute ein Date mit der Liesel aus Moos. Was es damit auf sich hat, welches Bier sich dahinter verbergt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, als ich in die letzte Kalea Monatsbox gegriffen habe vom Biertasting Club, da ist mir ein Bier begegnet. Da habe ich ein bisschen Unsinn, glaube ich, erzählt beim Unboxing, das Arco-Bräu Moser-Liesel. Ich habe gesagt, das Arco-Bräu, die haben sich irgendwann mal getrennt, aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die haben viele Brauereien zugekauft, so im Laufe ihrer Geschichte und waren immer so die Brauerei, die die anderen dann mit einzig einverleibt haben und wurden halt dadurch auch ein bisschen größer. Das helle Arco-Bräu Moser-Liesel ist ein Bier, und da sieht man es vielleicht hier noch draußen drauf. Die Moser-Liesel war früher bekannt dafür, oder es war das Bier bekannt, dafür ist man zu Arco-Bräu hingefahren. Die Liesel war bekannt, dafür ist man vielleicht auch gerne hingefahren. Und das Bier wurde dann in solchen Kannen ausgeschenkt. Und wer jetzt sagt, naja, das sowas macht man doch nicht, so, dann fahrt man nach Amerika, dann nennen sie das Pitcher und finden das ganz normal. Ich kann dem auch wenig abgewinnen, aber die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Jetzt hat man ein helles gebraut und tatsächlich, das ist ein Bier, das kriegt man auch in Österreich, in Tirol zum Beispiel zu kaufen. Also man hat da schon einen relativ großen Einzugsbereich. 5,3 Volumenprozent Alkohol sind aufgerufen und ich glaube, das war es dann auch schon, was es sich lohnt hier zu sagen, dass die üblichen vier Zutaten drin sind, ist bei bayerischem Bier nichts Außergewöhnliches und ich glaube, mit speziellen Malzsorten, aber das sagt natürlich dann auch wieder nachher nichts, was es dann wirklich ist. Hier ist die Liesel auch nochmal oben verewigt. Das ist eine, was ist denn das, 0,33er Flasche. Ich mag diese kleinen Euroflaschen sehr, sehr gerne. Finde es eine witzige Größe und ja, kann ich gerne mehr davon haben. Aber nicht die Flasche ist wichtig, sondern der Inhalt. Und jetzt werden wir der Liesel mal auf den Zahn fühlen. Und es ist ein helles und das Helle ist auch hell. Eine schöne, klare, goldene, gelbe Farbe. Wir haben zwei Finger breit eines sehr feinen Schaums obendrauf, der auch fast schon erwartungsgemäß schön am Glas hängt. Wenig Kohlensäure zu sehen, keine Trübung im Glas, sondern das ist alles dem ein bisschen angelaufenen Glas geschuldet. Aha. Schöner, grasiger Hopfen, aber auch eine gewisse Honignote damit drin. Ja, da ist so eine leichte Honigsüße drin, strohig, bisschen getreidig. Also eigentlich so wie ein helles sein darf sein. Kann es aromatisch jetzt auch nicht ganz so super intensiv, aber auch das ist ja nicht weiter außergewöhnlich bei einem klassischen hellen. Ja, in diesem Sinne, cheers! Man darf jetzt hier nicht die Kreativitätsbombe erwarten. Es ist auch keine irgendein freakiges Bier, sondern es ist ein klassisches helles Bier. Es hat einen wirklich schönen, leichten, grasigen Hopfen mit dabei. Ein bisschen Honigsüße am Start. Ein so leichtes, brotiges Malzbett im Hintergrund. Und vielleicht so ein bisschen getreidig auch, aber es wirkt insgesamt sehr leicht, nicht zu vollmundig und es hat eine schöne, dezente Bittere, die nochmal so nach dem ersten Schluck hinten aufblitzt, gerade dann, wenn man das Bier runtergeschluckt hat, so den ersten Schluck gemacht hat. Schön schlank im Körper, feine, intensivere, spritzige Kohlensäure und ja, insgesamt ein sehr erfrischendes Bier. Also es hat sich sicher früher gelohnt, bei der Liesel mal vorbeizuschauen, wenn man einen langen Tag gehabt hat. Da gab es was zu schauen und dann gab es auch was zu trinken. Und ich glaube, das war in Summe ein nicht so schlechtes Erlebnis. Und wie ich schon gesagt habe, das merkt man jetzt im Nachtrunk, es wird ein Tick trockener. Dadurch kommt ein bisschen mehr Herbe, ein bisschen mehr Bittere rein. Und für meine Begriffe
hebt das auch ein bisschen den Erfrischungscharakter. Nichts Außergewöhnliches, nichts, wo ich jetzt sagen würde, hat man noch nie gesehen, aber grundsolide Braukunst, Akkobräu Moos, die Moser Liesel von ProbierTV gibt es dafür. 3,5 Punkte für das Akkobräu Moos, Moser Liesel mit der Kanne oder wie wir heute sagen, dem Pitcher. Und wenn ihr andere Biere von Akkobräu kennt, die ich mal versuchen sollte, ich glaube, ich habe noch kein anderes am Kanal gehabt, dann bin ich dankbar für eure Hinweise. Schickt die immer an YouTube, Facebook, Blog, wo immer ihr mich erreichen wollt oder könnt. Und bitte nicht vergessen, da unten jetzt nochmal kurz auf Abonnieren klicken, wenn ihr noch kein Abo habt, damit wir uns morgen schon wiedersehen beim nächsten Bier. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.